willkommen zurück. So, wir hatten uns im letzten Video ein paar grundlegende Ausrüstungsgegenstände besorgt und insbesondere ein bisschen mehr Gold. Das Gold werden wir jetzt sinnvoll verwenden, nachdem der Spiegel sich einen Soundlag gebastelt hat. Naja, wie immer, ich krieg's echt nicht besser. Ich habe nochmal rumgespielt, aber das Spiel mag einfach den Sound nicht emulieren lassen. Ja gut, wir kennen ja mittlerweile schon Shangri-La. Da gehen wir jetzt hin, um weitere Zauber zu kaufen. Und auch noch, um was anderes zu machen, wofür wir jetzt genug Geld haben. War das hier? Nein, das war natürlich nicht hier. Nein. Hier, in Education. Das ist eine sehr schöne Sache. Hier gibt es, ja, I will teach you everything. Und das meint er wörtlich. Alles. Alles an Fähigkeiten, was man so lernen kann, was man sich normalerweise extrem aufwendig zusammensuchen muss oder das ganze Spiel verteilt, gibt es jetzt hier. Kosten 100.000 und es werden zwei Leute lernen, weil Fähigkeiten dabei sind wie Mountaineer, Pathfinding und so weiter, die zwei Charaktere aus der Gruppe brauchen, damit sie wirken. Und zwar einmal er und einmal sie. Merkt vielleicht, sie bekommen direkt, also sie haben keinen Schaden bekommen, sie haben einfach ein bisschen mehr Lebenspunkte bekommen. Denn und diesen ganzen Skills sind so lustige Sachen bei, wie, was hat das? Moment, ich müsste irgendwo. Bodybuilder, genau. Bodybuilder sorgt dafür, dass die einfach ein bisschen mehr HP bekommen haben. Und so ähnlich ist es, glaube ich, für Mana. Genau, ich würde das gerne auch noch allen anderen beibringen, aber dafür haben wir im Moment nicht genug Gold. Das Gold ist noch ein Problem und wird auch weiterhin ein Problem bleiben, bis ich mich irgendwann mal intensiv eine Folge wahrscheinlich nur darum kümmere. Ich hätte nämlich jetzt gerne noch ein paar Zauber. Moment, Public Library war hier. Welcome to the Guild. So, was hätte ich denn gerne alles? Also, erstmal brauchen wir für einen Archer Ethereal Lance. Dann brauchen wir für alle Archer, und dann bin ich schon fast pleite, Implosion. Enjoy. Enjoy. Und du auch noch? So. Enjoy. Oh, 63.000 nur noch, das gefällt mir überhaupt nicht, aber gut, Moment, ja, wo ist denn, da, Day of Sorcery. Enjoy! Den möchte ich noch haben, und du solltest lernen, diese ganzen Heildinger. Enjoy! 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 Divine Intervention ist jetzt zu teuer, das können wir uns leider noch nicht leisten, aber wir können es eh noch nicht sprechen. Mass Distortion hätte ich auch gerne, das macht prozentualen Schaden. Ist aber auch nicht drin. Power Cure. Enjoy! Nature Cure. Enjoy! Raise Dead. Enjoy! Protection from Elements. Enjoy! Stone to Flash oder sowas wäre auch nicht verkehrt, aber zu teuer. Walk on Water, damit ich nicht irgendwann mal merke, dass ich den vergessen habe. Enjoy! Dann, was können wir uns noch leisten? Hier müsste noch, genau, Day of Protection, den hätte ich gerne. Enjoy! Und was jetzt noch so über ist, kannst du verblasen, Cure Paralysis, falls unsere Paladinese irgendwie paralysiert Enjoy. Dann, du bekommst ebenfalls Power Cure. Enjoy. Und Raise Dead, und wir sind sowas von pleite, das ist nicht mehr lustig. Ja komm, trotzdem. Enjoy. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen was an Geld zurück von Ausrüstung, die wir verkaufen können. What do you want? Also was ich hätte, wären gerne noch weitere Fernkampfwaffen, aber die
Gibt's nicht im Angebot. Hast du irgendwas Sinnvolles? Nein. Okay, Moment. Identify von... Wer hat's? Achso, nee, hier. Genau. Was davon ist sinnvoll für wen? 4 Spellpoints, naja. Das hier, Goldgürtel, ist wertlos. Mal verkaufen. Identify, ist das sinnvoll? 10 Magic, ja, kann man eigentlich mal machen. Thought ist wahrscheinlich Int, ja. True, keine Ahnung. Accuracy, auch schön. Noxious ist Acid Poison Resistance. Können wir eigentlich sinnvoll verwenden, bevor hier überhaupt nichts getragen wird. True war Accuracy, kriegst du Magical, das ist Resistance, das kriegt alles eher erstmal. Spell, keine Ahnung, hier gibt man ihm. Dann Tough, ich hab schon wieder vergessen, ob ich das überhaupt identifiziert. Ich glaube Stärke oder sowas, egal. So, dann gucken wir mal, welche Waffen haben wir denn über? Du hast gar keine Waffe. Okay, da sollten wir was gegen tun. Dann nimm doch derzeit erstmal dieses Dings da übergangsweise in die Hand. Und alles, was wir nicht brauchen, gebe ich mal auch schon. Du hast eine Waffe, du hast Waffen zum Verkaufen. Ich muss jetzt darauf achten, dass ich am besten hier mit Artorio und mit Oshon alles verkaufe, weil bei den Skills, die wir eben gelernt haben, ist auch Merchant bei. Das heißt, wenn die verkaufen, bekommen wir jetzt mehr Geld. What do you want? So. Dann, ja, gut, wirklich relevantes Geld bekommen wir für den Kram hier noch nicht, aber es ist halt hauptsächlich der Billigmist. Dann, achso, ich könnte mal einfach aus Spaß, also so eine Steel Hand Axe hat plus Hit 3 und 8 bis 12. Wenn ich mir mal angucke, so ein Obsidian Mace plus 10, 52 bis 58. Ja, deswegen habe ich gerne Obsidian. Obsidian ist eine schöne Sache. So, wir haben jetzt auch, richtig, wir hatten noch ein paar Rüstungen. Plate Mail. Iron Plate Mail wird besser sein als, können wir auch hier gucken, AC 30. Und jetzt sind wir bei AC, toll, 31, super, das hat sich gelohnt. Plate Mail kann aber außer den beiden aus der Gruppe eh keiner tragen. Platinum Splint Mail ist wahrscheinlich sogar besser. Okay, ach, das braucht fast nichts eigentlich. Du hast noch gar keine Rüstung. Ist jetzt eine gute Frage. Kannst du Splint Mail tragen? Nein, kannst du nicht. Schade. Dann haben wir für dich auch noch gar nichts. Boah, das kriegen wir auf Dauer schon hin. Ja. What do you want? Lohnt sich eigentlich nicht so richtig hier diesen ganzen Verkaufskram. Ich muss mich dann doch nachher irgendwann mal um Geld kümmern, weil hiermit kommen wir nicht weit. Aber gut, erstmal habe ich noch was anderes geplant. Und zwar einmal Lloyd's Beacon. Also ich mache mal gerade einen kurzen Abstecher und werde mal hier die erste Stadt befreien von Gegnern. Nicht, dass das wirklich nötig wäre, aber ja, warum nicht? Machen wir auch gerade mal eben. So gehen wir nämlich einfach irgendwo hier hin. Genau, Joe Stone. Man sieht, wir sind schon ein klein wenig stärker geworden. Da habe ich die Drehung vergessen zwischendurch. Dann machen wir hier diese Kiste auf und haben Beweise gefunden, dass Joe ganz böse ist. Gehen wieder zurück und geben das Quest hier eben ab. So. Wunderbar. Das ist eigentlich der erste Story-Quest hier, was man
prinzipiell auch machen muss, irgendwann, um hier die Story nachzuspielen. War jetzt ein kurzer Abstecher, hat ja nicht viel Zeit gekostet. Jetzt gehen wir aber auch schon wieder auf die Dark Side. Dann holen wir uns hier ein Quest ab. Wir sollen in die Kanalisation gehen und ihr geliebtes irgendwas zurückholen. Das Quest von ihm können wir eigentlich auch mal eben machen. Ja, komm. Das dauert auch nicht lange. Wir müssen hier ins Gefängnis ein paar Goblins klatschen. Können wir mal gucken, ob hier noch irgendwas drin ist, was wir gleich verkaufen können. Und irgendwo hier. Genau, ist Jasper. Und noch ein nerviger Goblin. Langschwert. Das wird aber irgendein Mist sein. Braucht man eigentlich gar nicht drauf gucken, ob das wert sein könnte. Weil erste Stadt ist nur Müll-Items langfristig. Dann gehen wir zurück und geben das Quest ab, beziehungsweise holen uns eine Belohnung. Ja, 10.000 Erfahrung. Das sind jetzt so die ganzen Anfangsquests, aber ich mache das hauptsächlich wegen ein paar tausend Gold. Oh, diese Musik. Das ist, naja, ich habe es jetzt in der Videobearbeitung so weit runtergedreht, dass es nur noch ein leichtes Hintergrund. Leichte Hintergrundmusik ist, dann ist es hoffentlich nicht ganz so schlimm. Das hier ist auch questrelevant. Wir sollen irgendwann da hinten in den Tower und aber eigentlich keine Lust. So, worauf ich hingegen Lust habe, das ist das folgende. Und zwar... Stadtportal. Ich möchte bitte nach Lakeside. Dann möchte ich... wenn ich denn jetzt... Also Moment, da habe ich clevererweise meine Karte nicht gut genug. So, besser. Jetzt weiß ich, was zu tun ist. Nämlich wir stehen hier und gehen hier hin. Dann machen wir wieder unseren lustigen Teleport-Trick. Keine Sorge, diese ganzen komischen Teleportwege kommen dieses Video noch einmal. Das wird dann jetzt weniger, weil wir so, ich denke mal, so nächstes Video irgendwann die Möglichkeit haben, uns realistischer zu verteidigen in den Gebieten, wo wir unterwegs sind. Aber noch machen wir das und nochmal 5 nach links. Stehen jetzt hier vor einem Berg. Und da wir eben Mountaineer gelernt haben, können wir da drauf. Das ist sehr schön, denn insbesondere können wir hier hin. Und da wir hier noch ein paar Mal hinwollen zu dieser Quelle, setzen wir hier jetzt ein Beacon von Telan. Cast Set. Denn warum wollen wir hier hin? Es gibt 1000 Spell Points. Das ist sehr praktisch. Können wir nämlich auch mal ein bisschen mehr zaubern. Also das ist nur temporär. 1033 von 49, aber es sind 1000 Spellpoints, die wir jetzt erstmal benutzen können. Was wir auch noch machen können, wenn wir hier sind, ist, wir gehen 2 nach oben und teleportieren uns dann 9 nach rechts. Wir gehen hier an diesen Holzhaufen, finden Ektors Ring und müssen uns dann leider gegen Spinnen verteidigen. Die sind aber nicht so furchtbar stark. Das sollte noch drin sein. Wenn wir sie dann treffen, na gut, dann machen wir jetzt einfach mal was teureres. Implosion und tot. Du kannst die einfach so kaputt hauen, weil du hast eine Obsidian-Waffe in der Hand. Und du leistest dir auch einfach noch eine Implosion. Dann bist du, das weiß ich nicht, bist du vergiftet oder? Ja, du bist vergiftet. Dafür habe ich das hier extra gekauft. So. Dann gehen wir wieder zurück. Lakeside. Und geben Ektors Ring ab.
Das ist nämlich eins von den kleinen Zeitquests, was sich wirklich lohnt. Und da sehen wir hier ganz, ganz böse Viecher, Armadillos. Die sind fies. Das sind so die Gegner, wo man, wenn man hier normal storytechnisch durchspielt, wo man dran verzweifelt an diesen Viechern. Weil sie knocken One-Hit irgendwie fast jeden Charakter aus unter Level 25 oder sowas. Man trifft sie so gut wie gar nicht, wenn man keine Obsidian-Waffen oder ähnliches hat. Und wenn man normal spielt, hat man insbesondere auch diesen Zauber hier nicht. Aber wenn man ihn hat, One-Hit. Das ist sehr praktisch. So, könnte sein, dass uns hier noch mehr entgegenkommen. Ich glaube aber nicht unbedingt. Wir wollen hier hin. Denn Hector sagt uns, oh, mein toller Ring, bitte, bitte gib mir meinen Ring. Und dann gibt es Belohnung. Und guck mal, wir haben einen Ring. 500.000 Erfahrung. Was gibt es? Ja, Obsidian Battle Axe. Hihi. Sehr schöne Sache. So, wer bekommt die? Ich glaube, du kannst die nicht benutzen. Doch, du kannst die benutzen. Genau, bekommst du die, weil die drei können zaubern. Ja, dann bekommst du die. Achso, du musst allerdings dafür das Schild. Ja, ist okay. Lass das mit dem Schild bleiben. Platinum Hand Axe ist so wahrscheinlich besser als das, was du noch gar nicht angelegt hast. Ups. Battle Axe, so. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann als nächstes. Wie sehen eigentlich die Lebenspunkte aus? Hier 140 von 150. Ja. Können wir hier rasten? Nein, wir können nicht rasten, weil wir auf Schnee stehen. Können wir hier rasten? Ja, wir können hier rasten. Jetzt sind allerdings auch die Spellpoints wieder weg. Und das ist jetzt der Grund, warum ich dann Beacon hingesetzt habe. Wir können nämlich jetzt immer flop. Dann trinken wir einmal lustig von dieser Quelle. Alle haben 1000 Spellpoints. Und dann machen wir was auch immer wir wollen von hier aus. In diesem Fall wäre das, wir teleportieren uns mittels Stadtportal nach Necropolis. Zip. Hier, das hier ist eine komplett tolle Gegend. Hier dieses Asche-Irgendwas-Gebiet ist absolutes Late-Game-Gebiet. Deswegen werde ich das einfach mal zeigen, weil das ist ein voll cooles Gebiet hier. Man kann hier rumlaufen und man findet diese Gegner hier. Das sind Gamma Gazer. Die sind echt toll. Und die sind so stark. Implosion? Oh, nee, schade. Funktioniert nicht. Ups, falscher Zauber. Wir können da auch mehrere von zaubern. Das interessiert das Vieh überhaupt nicht. Yay. Und ohne Zauber treffen wir ihn gar nicht und er tötet uns einfach. Also nur zur Demonstration, das ist wirklich absolutes Late-Game-Gebiet. Keine Chance. So. Bin aber trotzdem hier, weil ich etwas ganz gezielt machen möchte. Ich muss nur gucken, dass ich das in der richtigen Reihenfolge mache und mich dabei nicht töten lasse. Wir gehen erstmal zwei hier runter. Diese Viecher hier sind auch schon nicht ganz harmlos, aber die müssten wir noch kaputt kriegen. Implosion. 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 Die haben also irgendwas über 2000 und unter 3000 Lebenspunkten. Implosion macht nämlich 1000 Schaden pro Cast. Das heißt, ich kriege den jetzt auch nicht kaputt, weil wenn ich das einmal gezaubert habe, steht er bei mir auf dem Feld und beißt mich. Und das ist gemein. Deswegen Teleport 5 nach rechts. Hier gibt es eine Wunderlampe. Du möchtest dir einen reiben. Und der GD erfüllt uns einen Wunsch. 2 Millionen XP, 200.000 Gold oder 2.000 Edelsteine. Ich habe hier lange überlegt, was ich denn eigentlich nehmen möchte. 200.000 Gold wäre echt praktisch. 2 Millionen XP ist absolut genial. Steine wäre auch nicht schlecht. Ja, ich habe mich aber dafür entschlossen, die XP zu nehmen. Und zwar für ihn. Ich möchte ihn so ein bisschen boosten mit
XP. Wie gesagt, das soll der Charakter sein, der alles überlebt am Ende im Zweifel, auch wenn alle anderen tot auf dem Boden liegen. Und Gold können wir uns anders besorgen. Das mache ich wahrscheinlich nächstes Video dann mal ein Video lang. Also hier holen wir uns die XP. Dann gehen wir hier hin. Und zwar 3 Felder nach Süden. Teleportieren uns dann 5 Felder nach Osten und stehen auf der nächsten Wunderlampe. Die bringt leider nicht mehr ganz so viel. Hiervon gibt es ein paar mehr Wunderlampen. Die eine, die wir gerade hatten, das ist eine einzelne, die nochmal deutlich besser ist. Aber 500.000 XP sind auch voll und ganz in Ordnung. Jetzt gehen wir hier ein Feld runter und teleportieren uns 9 Felder nach Osten. Hier ist ein lebender Felsen, der uns irgendwie einen Hinweis gibt, bla bla bla. Das hilft uns noch nicht so richtig. Was uns allerdings hilft, ist, wenn wir erstmal 5 Felder nach Norden gehen, dann diesem Felsen sagen, dass er ein Paladin ist, bekommen wir erstmal 1.000.000 XP für jeden. Und jetzt können wir zu diesen ganzen anderen Felsen gehen und uns Geschenke abholen. Und ich mag Geschenke. Geschenke sind voll schön. Also, Teleport 5 nach Osten. Hier gibt es ein Geschenk, ein Schild. Wo wir gerade schon hier sind, machen wir noch einen kleinen Abstecher nach Norden. Hier gibt es nämlich noch eine Wunderlampe. Wir holen uns nochmal 500.000 XP. Dann geht es auch schon wieder nach Süden. Ich glaube, jetzt könnte es gefährlich werden. Wenn ich jetzt 5 nach Osten mich teleportiere, habe ich das Problem, dass ein Vulture Rock mich angreift und die sind stark. Ich hoffe, dass ich den kaputt kriege, sonst muss ich mir was anderes überlegen. Klatsch. So. 2, 3. Ja, wunderbar. Hier bekommen wir Handschuhe. Lecker, lecker Handschuhe. Und weiter geht's im Stil. Das sind immer 5 Felder, die man sich hier rumbewegen muss. Und das ist quasi ein Quadrat, auf dem diese Felsen versteckt sind. Hier gibt es dann Schuhe. Nochmal 5 nach Süden gibt es ein Cape. Und wenn wir hier sind, können wir auch nochmal einen Abstecher machen. Zwar 4 nach Süden. Das da hinten sind irgendwelche Ogre, die... Oh, nee, du bist doof. Dich mag ich nicht. Ich wollte eigentlich das Teil hier haben. Yep. Nochmal 500.000. Dann gehen wir wieder die 4 nach Norden. Und jetzt, da wir 2 östlich von dem ursprünglichen Felsen stehen, teleportieren wir uns jetzt 7 nach Westen und bekommen ein Langschwert. Dann noch einmal 5 nach Westen für einen Helm. Und 5 nach Norden für Plate Mail. Damit haben wir die ganzen Belohnungen von diesem verzauberten Paladin. Und wir können eigentlich noch von hier aus nochmal 6 nach Norden. Kann ich jetzt nicht mehr sehen. Das sind, glaube ich, auch 5. Bis zu dieser Wunderlampe. Nochmal 500.000 Erfahrung. So, das war ein kleiner Abstecher in die Wüste, wobei wir können eigentlich auch noch... Also ich gucke hier gerade so nebenbei auf die Karte. Ja, natürlich bereite ich das ganze Sequence Breaks vor und spiele mit Karte und allem möglichen.
4 nach Norden und 3 nach Westen. Hier ist tatsächlich noch eine Wunderlampe, dann nehmen wir die doch auch noch direkt mit. So. Es waren noch nicht alle Lampen. Ach nee, Moment, wo wir gerade hier sind, gehen wir hier noch lang und... hier aus 7 nach Süden. Das war nicht ganz richtig. Das habe ich vor allem irgendwie... Ach so, da wollte ich hin. Genau, hier wollte ich hin, denn hier kommt ein weiteres Beacon hin. Set. Was dieser Schrein macht, das seht ihr gleich. Im Moment brauche ich es noch nicht. Wir gehen jetzt erstmal nach Castleview. Got a pass? Okay, go ahead. Und kümmern uns um so ein paar Sachen. Also insbesondere nochmal Ausrüstung. Ich habe ja nicht umsonst die ganzen Sachen von dem Paladin eingesammelt. Denn es sind alles Obsidian-Sachen. Es ist ein komplettes Obsidian-Set. So, move, equip. Du, das haben wir doppelt. Equip. Das haben wir doppelt. Helm hast du noch gar nicht. Dann, oh Moment, Plate Mail müsstest du eigentlich auch bekommen. Oder kannst du eigentlich Splint Mail tragen? Nein. Kannst du Splint Mail tragen? Nein. Kein Mensch kann Splint Mail tragen. Na gut. Dann nimmst du das eben. Achso. Ups, Entschuldigung. Ja, ist ja gut. Dann Ruby Gauntlets. Steel Cape. Das hier brauchen wir nicht mehr. Ember Shield ist mit Sicherheit besser als Sparking Shield. Ach ja, Archer können gar kein Schild tragen. Du kannst auch kein Schild tragen, weil du... Alles klar, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Noch jemand gar keine Handschuhe? Ja, du hast noch keine Handschuhe. Das wird verkauft. Ich nehme alles zum Verkaufen zu ihr. Damit... Schild können wir nicht brauchen. Okay, dann gucken wir nochmal Waffen. Das hier ist Müll. Das hier ist kein Müll, sondern sehr sinnvoll. Das bekommst du und das Obsidian Mace kannst du dann haben. Platin Handaxe. Das heißt, wir haben jetzt 3 Leute mit Obsidian Waffe. Was ist denn davon besser? Ich habe keine Ahnung. Können wir eigentlich mal schauen. See anything you like. Was ist hier von besser? 4, 10 bis 14 und hier 6, 12 bis 16. Okay, dann... Ha. Meine Fresse, der Sound. Verkaufen wir das. So, haben wir jetzt alles zum Verkaufen bei ihr? Ich glaube, True Ring, den könntest du auch mal anlegen, das wäre extrem sinnvoll. Und hier haben wir gar nichts. Box of Insect Repellent braucht auch kein Mensch. Okay, dann verkloppen wir das noch eben. See anything you like. So, das hier braucht niemand. Das auch nicht, das auch nicht. Und weg, weg und weg. I'm back. Ja, ist okay. Und jetzt sind wir bei 138 AC mit ihm, das heißt, also man, so im Vergleich, ein Vielfaches von dem, was alle anderen haben. Könnte, wie gesagt, die Ausrüstung zwar jetzt aufteilen, aber ich möchte, dass er besonders stark ist, weil er alles überleben soll nach Möglichkeit. Deswegen bekommt er von mir das komplette Obsidian-Set. Und jetzt sind wir nämlich gleich auf dem Standpunkt, wo er wirklich brauchbar wird. Nämlich jetzt auch bei 7 Millionen Erfahrung durch die ganzen Wunderlampen. Die anderen haben nur einen Bruchteil davon. Das werden wir jetzt erstmal verleveln gehen, soweit eben das Gold reicht. Leveln wird unglaublich teuer hier in dem Spiel. So, ich fange erstmal mit den anderen an, weil ich nicht weiß, ob ich mit dem Gold bei ihm komplett durchkomme. Ich glaube eigentlich schon nicht mehr.
Pretty good. Oh, doch, tatsächlich, wir haben es noch geschafft. Das heißt, er ist jetzt auf Level 16, die anderen auf Level 12 oder 13. Bei etwas weniger Erfahrung, aber ein höheres Level. Also scheinbar bekommen Robber nicht unbedingt sehr viel mehr Erfahrung, aber sie brauchen einfach weniger für ein Level oder so. Okay, du hast 3 Angriffe pro Runde, du auch. Und ihr habt wahrscheinlich auch mehr. Also Angriffe pro Runde, das ist der Grund, warum ein Knight oder ein Barbarian sehr viel stärker wird als ein Paladin. Aber wie gesagt, ich mag das, wenn noch so Zauber dabei sind. So, damit haben wir jetzt eigentlich mal eine Gruppe, die sich halbwegs wehren kann. Und wir können doch eigentlich, wenn ich das jetzt finden würde, auch mal eben hier so ein kleines Quest machen. Nämlich das erste Quest für diese Stadt oder dieses, ja, so ziemlich jede Stadt hat einmal ein Quest in der Form, bitte hau die Teile kaputt, die unsere Stadt belagern. Und hier ist das Gremlins und Goblins schlachten. Und das machen wir jetzt mal eben hier. Das ist auch Story Quest, was wir quasi tun müssen. Jetzt müssten wir auf jeden Fall stark genug sein. Ach, das sieht nicht mehr wirklich anspruchsvoll aus. Wenn man das ganz normal so chronologisch durchspielt, das Spiel, ist das hier ein Punkt, wo man eine gute Chance hat, richtig auf die Fresse zu kriegen und zu sterben. Denn hier ist der Anführer von diesen Gremlins drin. Gettlewaith, Gremlin-Affe, sowas, bla bla bla. Ich bin Imperator der Arroganz und laber mir ein. Genau, Silence Insect. Ja, I see gods, remove this rabbit from my court. Genau, und dann passiert das hier und wenn man nicht, also wenn man hier mit Stufe 5 oder sowas hingeht und Standardausrüstung, kriegt man von denen übelst auf die Glocken. Wenn man aber schon Ausrüstung hat, geht's halbwegs gut. Nachdem man das geschafft hat, redet man nochmal mit ihm. Jetzt hat man die Auswahl, nachdem er jetzt komischerweise seine Meinung plötzlich geändert hat. Wir können ihn töten. Wir können, ja, lest selber, 3 wäre töten. Ich nehme aber immer gerne 2, weil ich mag das, wenn ich unterwürfige Diener habe. Yes, Sir. Oh, Ruck ist ja okay, Spiel. Wir bekommen 3 Energiescheiben. Die sind wichtig. Das ist das Story-Item hier in Darkseid. Davon müssen wir insgesamt 20 Stück sammeln, damit wir das Spiel durchspielen können. Wir haben jetzt schon mal 3. Auch wenn wir noch gar nicht wissen, dass wir das sammeln sollen und wofür wir die brauchen. Glaubt mir, wir brauchen sie. Nachdem wir ihm auf die Glocke gegeben haben, können wir uns dann auch noch eben eine Belohnung abholen vom Bürgermeister. Das ist er hier. 50.000 XP sind schön, aber insbesondere auch nochmal 10.000 Gold. Ja, im Moment ist Gold halt wichtig noch. Hat das dafür gesorgt, dass irgendeiner von denen noch ein Level hat? Nein, egal. Gut. Dann war das Folge 3 von Let's Break World of Xeen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis demnächst.